Hallo und herzlich willkommen zurück zu Crash Bandicoot 3. Wir haben das erste Gebiet erfolgreich abgeschlossen und sind jetzt hier bei, keine Ahnung, Prinz Ali. Tritt mal auf den Schalter und es sieht eher aus wieder wie so ein römisches Areal. Sei in Zukunft bitte freundlicher zu meinen Handlangern. Nein. Wieder hier. Wow, die sind unberechenbar. Wurden wir gerade von einem Märchenprinzen geknutscht, also von einem Frosch? Und hat er uns gerade dazu gezwungen, dass wir uns verwandeln? Dass wir ihn verwandeln? Tschüss, Merlin. Das war natürlich dann auch weird, ne? Also. Nein! Hey, jetzt willst du da rauf, da? Nein, nein. Oh. Hier, wenn ich das richtig gesehen habe, kann ich die magischen Geschosse abwehren. Na, schwing mal dein Schwert. Oh. Map. Oh. Hallo Schuhe. Ein Sterbeklassiker. Okay. Auf diese dünnen Gegner raufspringen, das fühlt sich so ungut an. Okay, Bonusgebiet. Ist der Frosch gerade auf eine Nitro-Kiste gesprungen? Der Frosch ist auf eine Nitro-Kiste gesprungen, oder? Das habe ich mir jetzt nicht eingebildet. Clever. Das ist einfach. Noch.
Kling! Ich meine, es ist zwar schön, dass sie es so abwechslungsreich machen, ne? Also, dass man nicht erst ein Szenario abspielt, so jetzt, keine Ahnung, so stundenlang nur Ritterzeit und dann wieder stundenlang nur, und dann stundenlang nur das andere. Aber irgendwie ergibt das so, finde ich, keinen Sinn. Wenn wir wirklich immer so quer durch die Zeit springen. Ansonsten hätte man sich das ja mit den Gebieten hier sparen können. Ja, ja, hör auf zu tanzen. Genau, und rein hier. Hang am Hai. Okay. Wir sind in Agrabah. Hi. Gut. Warte. Ach so. Kurzsichtiger Säbelrassler. Hä? Was ist denn für eine Aktion? Ey, du Fakir hier. Tschüss. Oh, nom, 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 nom. Hey. Kann ich auch versehentlich runter? Nee. Und euch kann ich wahrscheinlich auch nicht besiegen, ne? Doch! Wo siehst du? Geheimnis! Aber das hätten jetzt fliegende Teppiche sein müssen. Das wäre echt cooler gewesen. Alles klar, wäre wahrscheinlich eine der Kisten. Oh, hab alles geschafft. Ja, wäre eines der Kisten, die sich gedreht haben, wahrscheinlich noch zu einem Schalter geworden, um das zu können. Im Normalfall. Okay, das finde ich dann gar nicht mehr so nice. Boah, die sind ja ätzend. Erinnert mich an die Schildwachen. Aus dem ersten Teil, glaube ich, war das, ne? Wenn du die angesprungen hast, wo du dann einfach 20 Meter zurückgestoßen wirst.
weg. Komplette Zerstörung. Ja, mit meinem Edelstein und lass mich durch hier. Hui. Fuck right. Rum rum. Oh, da darf er fahren, okay. Mach den ersten Platz, um den Energiekristall zu erhalten. Okay. Achso, okay. Alter Schwede! Ey! Die Steuerung ist auch echt nicht schön. Du guckst den Analog einmal an und er schert sofort aus. Full Speed! No! Okay. Das ist schwierig. Das ist wieder so ein Rennen, wo du einfach nur. Also nee. Gut, man könnte jetzt sagen, ich habe jetzt Zeit eingebüßt am Anfang schon. Hä? Wieso zieht der nach links? Der zieht nach links! Liegt das wieder mal im Analog? Alter, der zieht echt krass nach links! Der hat eben voll krass nach links weggezogen. Das war gar nicht schön. So, schnell Level 9. Das ist schon Tomp Time. Tag Leute, Dingodile heiße ich. Und ich habe von Uka Uka und Cortex den Befehl, ihnen die Kristalle in den Eiszeiten zu bringen. Also her damit und verschwindet, oder ich mach euch fertig. Wir kommen in Ägypten. Ägypten finde ich auch ganz hübsch. Yes. Ah, okay.
Das wollte ich nur wissen. Bei Kakerlaken, also diese Mistkäfer sind selten ein gutes Zeichen in Ägypten irgendwie. Ich erinnere mich da nur an den alten Film Die Mumie. Wo sich diese Mistviecher, oder Skarabäen waren das da ja, einfach unter die Haut gesetzt haben und Aua gemacht haben. Okay. Guck ich da trotzdem so noch hin? Nein. Cheatersprung funktioniert nicht. Schade. Ah, ich hätte vielleicht noch eine Bauchklatsche. Dann komme ich noch ein Stück höher. Egal. Wow, das Ding geht ja sofort zurück. Bis? Hey! Achso, jetzt hat er Angst. Mit den. Moin? Meinst du das nicht, dass du ein bisschen früh ausgelöst hast, Pharao? Licht? Ich dachte, ich Tageslicht. Seht ihr Leute, Tageslicht ist nicht gut. Das schadet eurer Gesundheit, also bleibt drin. Ja, wobei bei dem Wetter bleibt echt drin. Ey, das ist ja echt warm. Oh nein. Wieder Edelstein oder... Kann ich auch so rüber? Oder war eine Uga-Buga-Maske? Ja. Okay, hier war nur eine Uga-Buga-Maske. Peace! Ich will aber die Uga-Buga-Maske haben. Wieso springt der nicht so weit zurück? Dann will ich die Uga-Buga-Maske doch nicht mehr haben. Das ist ja Öl. Geh auf. Okay. Hey! Also ich darf noch nicht mal durchs Licht springen, also ich muss wirklich dran vorbei. Gerade im Nebenkorridor jemanden umgelegt. Das passt nicht. Junge, Flammenwerfer sind so ein bisschen andere Welt. Andere Zeit. Oh Gott, oh Gott. Oh Gott, oh Gott. Wow. Und ciao! Okay, dann war das andere doch irgendwie ein Geheimweg. Da habe ich aber den Schalter nicht gefunden. Interessant. Ach, da war ich ja eben gerade. Lul. Und hepp! Okay. Hui, Klatsch.
Sakura heißt du also. Ui. Ja, komm. Hallo, magischer Drache. Oh! Hui! Süß. Stoff funktionieren. Was? Oh. Oh. Huch. Okay, also sprinten, weiß ich nicht. Sollen zwar solche Hochgeschwindigkeitslevel sein? Das ist echt eine Perspektivensache. Ich denke immer, ich bin schon weit genug rechts, links drüben. Was? Wie war das denn? Das war ja unfair. Tschüss. Okay, also gibt es ja auch solche Sachen. Hä? Wie soll ich denn da rüber? Achso, muss ich ganz links rum oder was? Aha, schwierig. Ich liefere hier wieder optimales Gameplay ab. So kennt man mich. Ah, ich wollte hier nicht hoch. Oh! Okay, da hätte man eigentlich sagen müssen, das Fass hat mich definitiv erwischt. Was? Unfair. Also, das ist ja wohl. Wow. Wenn ich das nicht so mache, komme ich nicht weit genug. Ne, also wenn ich nicht sprinte. Da komme ich hier so. Ja, ich kann nicht an ihm vorbeispringen. Oh Gott, oh Gott. Und tschüss. Hier, das ist eigenartig. Daran muss man sich gewöhnen, an diese Steuerung. In dieser Hitbox. Ey. Das Dingo Deal und rein da. Das schaffen wir noch. Okay, jetzt reicht's aber. Das
sind meine Kristalle. Okay. Hallo, Pinguin. Ich will mal die Butter. Ich will Toast. Ich hab nicht auf die Schatten geachtet. Hä? Okay, auf was muss ich denn alles achten? Ich weiß, dass er jetzt so bum 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 um sich herum macht. Achso. Okay. Oh, der Bossfight ist ganz cool. Ich muss eh sagen, was Bosskämpfe angeht, waren eigentlich. Du hast mich geschlagen, Mann. Digga, bald hast du viel Schlimmeres vor dir. Hä? Drücke für einen Doppelsprung. So hohe Sprünge zu machen. Okay. Das kann ich also. Geil. Na gut. Und bevor es dann nach China geht, hatten wir jetzt hier irgendwas Arabisches? Arabisch-Ägyptisch? Doch, zwei Level. Okay. Das ist so verwirrend. Ehrlich. Also wieder speichern. Jo. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge zu Crash Bandicoot wieder. Bis dahin, macht's gut, bye bye.